So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit den Xenokinen und ja, einer ziemlich schweren Schlacht, wenn nicht unmöglich. Kommt drauf an, wie er seine Bogenschützen einsetzt. Also, davon hängt alles ab. Ja. Eigentlich wollte ich ja jetzt schon aufhören mit der Session, aber ja, wir grillen nämlich gleich. Aber ich muss erst das Feuer in einer halben Stunde aufmachen oder anmachen. Dementsprechend reicht das noch für eine Folge. So. Das wird jetzt schwierig. Vor allem hier, es ist trocken. Ja, natürlich ist es das. Ja, Alter. Also es hängt jetzt eigentlich alles, wie schon gesagt, davon ab, wie er seine Kavallerie, also seine Fernkämpfer einsetzt. Und wie meine Elefanten ja sind. Also wenn die halt relativ random einfach die ganze Zeit in Quark machen, dann habe ich natürlich keine Chance. Aber wenn die gute Sachen machen, dann habe ich eine Chance auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wie er, also ob er hier geht oder nur da oder also. Also ich hoffe, er geht straight rein, das ist gut. Das ist nicht gut. Schießt hier rüber. Eieiei. Was soll denn das? Unser General wird angegriffen. Und zwar ziemlich gut fokussiert. Okay, ich gehe mal einfach rein. Und versuche die zu fesseln. Aber wenn der nicht losgeht, dann habe ich keine Chance. Weiß der schon, ne? Okay. Also Elefant will nicht gewinnen. Ja, schade. Das war gerade auch so eine Version, die die habe ich gerade echt nicht verstanden, warum der General das gemacht hat, oder der Elefant das gemacht hat. Und zwar, der ist hier so übelst langsam hingechillt, so ungefähr. Das war alles andere als gut. Aber hier, die muss ich erbrechen, bevor sie sich wieder bevor sie wieder zurückkommen.
Feind geriet zu euren... Der feindliche General ist tot. Schütze! Gepanzerte Banden! Bereit, loszureiten! Zurück an der Brücke! Okay. Das ist gut, dass die gefesselt sind. Na, also, ihr wisst schon. Gefangen. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, das kann passieren. Jetzt das Schlechteste hier rauskommt. Ist halt, ja. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja. Ja. Er macht hier auf, das ist blöd. Ja, der routet hier auch und zwar schön in meine Seite rein. Okay, der hat sich wieder gefangen, sehr gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, die haben die geschnappt. Brauchen noch ein bisschen. Okay, jetzt gehe ich hier rein. Schnell. Schnell. Ihr seid so lahmarschig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Das ist halt natürlich das einzig Blöde an der Sache, also an den Elefanten, dass die sehr schnell routen, also wenn man weiß, wie man es anstellen muss. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Aber sie sind halt extrem stark. Also das seht ihr ja. Und deswegen bei den Elefanten ist es wirklich fast schon Glückssache. Also ja, Glückssache ist jetzt auch übertrieben. Aber unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Es ist, ist Glückssache, ob also wohin die dann rennen. Ein bisschen blöd. Aber das werde ich jetzt auch noch gewinnen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Aber also wenn jetzt irgendjemand nochmal herkommt. Also eine weitere Armee werde ich nie und nimmer vernichten können. Never ever. Von der Garnison sind die hier übrig geblieben. Schon heftig. Gut, naja. War doch erfolgreich. Sieg, 300 verloren von 400, aber der 2250 von 2500, also es war okay. Also 1000 hat er vernichtet, auch wenn der so sich so ultra dämlich angestellt hat. 1100, krank. Ja. Pyrrhus-Sieg auf jeden Fall. Ja, ich brauche das Geld. Zum Glück ist er nicht näher gekommen. Eieieiei. Jetzt fangen die schon wieder an.
Ah, oh, Patawa. Kümmert euch mal um euer eigenes Land hier. Edler Tod. Haben die jetzt mal General getötet? 500 Erste. Ah, nee, okay. Ah, gut. Wer kommt in die Fußstapfen? Der da wahrscheinlich? Ja, der. Okay, das ist egal. Ein neuer Anführer. Natürlicher Tod, okay. Das ist in Ordnung. Nahrungsmittelknappheit minus 7. Warum gehen wir nicht mehr hin? Okay. Okay, okay, okay. Er plündert immer noch. Dann kümmere ich mich mal um den. Okay. Der geht nicht weg. Warum geht er nicht weg? An sich hätte ich ja das automatisch machen sollen. An sich reicht auch die Armee, den zu töten. Okay. Gut, also. Oh, das ist sehr praktisch. Und realistisch. Dass meine Verstärkung von hinten kommt. So. Streitwagen gehen hier hin. Die da gehen hier hin. Komm. So, und die da kommen dahin. So. So, warte. Dann mach ich mal. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Klar, wer was ist. Okay, ich glaube, der will die jetzt angreifen. Macht ja auch irgendwo Sinn für ihn, mich anzugreifen, bevor die Armee kommt. Ja, aber er greift nicht an. Das ist gut für mich, schlecht für ihn. Wie das halt klingt, so, ne? Aber wenn man mal, weiß nicht, ob ihr mal Pferde gehört habt, die an euch vorbei galoppieren. Wenn man so ein, zwei, drei Pferde gehört hat, die an einen vorbei galoppieren. Und dann, ja, stellt euch mal vor, es reiten halt, keine Ahnung, 500 Pferde auf euch zu. Das war ja früher alles andere als selten. So. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Jetzt schon. Ihr könnt auch mal langsam kommen. Unser General wird angegriffen. Gepanzerte Elefanten, trampeln sie nieder. Gepanzerte Elefanten. Befehl, Befehl, Befehl.
mal nicht stehen bleiben. Streitwagen sind auch so eine Sache für sich, ne? Die können halt sehr geil rasieren, aber die dürfen nicht allein gelassen werden. Lass die gehen, okay. Ach, der hat noch gelebt. Uiuiui. Sehr gut. Ah, ja, das war sehr dumm. Ist halt so krass, ne? Der hat nur 26 von mir gekickt, aber fast eine komplette Einheit. Ist halt das Problem bei Pferden, ne? Oder bei Kavallerieeinheiten. So, wieder Versklaven. Ja, du könntest den mal komplett. Oh, vielen Dank. Okay. Dann gehst du mal wieder hier hin und ich gehe dahin. So. Genau, nächste Runde. Gut, sehr gut. Jetzt habe ich nämlich Geld. Das ist sehr gut. Das ist nicht so gut. Das sind die. Wieso kann ich nicht weitergehen? Das sind die Rebellen sind dies. Ja, von wegen ist das. Okay. So, was ist hier? Der Bettlerpriester oder ein Bettlerpriester aus Delphi ist erschienen. Er spricht in Rätseln verbreitete Prophezeiungen auf der Straße und plappert von bösen Omen des Orakels. Ja, warum auch nicht, ne? Die Gerüchte prüfen, ihn in Verruf bringen, ihn konfrontieren. Ihn in Frieden lassen. Ich prüfe das. Oh. Die Kleopatra, das ist doch so eine blöde, ne? Träger, genau, minus auf Kinder bekommen. Ja.
Dann schicke ich sie mal nach. Nach Ikena. So. War ganz, ganz weit weg. Die da. Ja, also Tyros ist relativ safe, also die kann er hier auch nicht erobern. Der da könnte das vielleicht, weil er vielleicht Bikinire hat. Ja. Okay, hier gibt es dann mehr Nahrung. Okay, das mache ich. Die 501. Stimmt. Sehr schön. Geschwindigkeit für leichte Kavallerie habe ich aber nicht so viel. Kulturelle Konvertierung. Mache ich mal so. Nahkampf für Infanterie mit Speeren. Infanterie, dann mache ich doch mal mit Speere. Und der dürfte. Welcher ist das denn? Der Plato. Der Plato, der bekommt noch eine Frau. Ja, bald. Plato bekommt bald eine Frau. Ja nun, da habe ich gerade sehr viel Geld reingesteckt, ne? Habe ich gerade sehr viel Geld reingesteckt. Aber mit 32 Pikinieren gegen die nackten Schwerter. Also da gewinne ich nur, wenn er sich sehr dämlich anstellt und das quasi wegschmeißt. Also an sich, wenn er nur in. Also an einem, ja, von wegen sind da nur 23, ja, okay. Hätte ich spielen sollen, aber ist egal. Gut. Das da kann ich natürlich auch spielen. Das würde ich dann spielend gewinnen. Hohoho. Ah, schon 23 Minuten geht die, aber... Ja, komm. Machen wir das für die nächste Folge, weil ich muss jetzt die Kohle anmachen. Und genau, dann habt ihr was, um ja auf nächste Runde euch zu freuen. Also, ja, an sich, der hat null Chance. Also die galatischen Schwerter sind gut. Aber, ja, ich werde mindestens drei von ihm versenken können. Der hat zwei Pferde und die schmeißt die KI immer weg. Dementsprechend, ja, passt das. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und ja, bis demnächst.